Hallo und herzlichst willkommen zu diesem zivilisierten Bewegbild. Es freut mich sehr, Sie auf diesem Geilo-Kanal begrüßen zu dürfen und jetzt. Can I kiss you? Sure. Leute, kennt ihr das? Liegt zu Hause in eurem Bett und habt nur Gedanken für diese eine Person. Und bevor man sich überhaupt traut, Hi zu sagen, plant man bereits seine komplette Zukunft mit diesem Menschen, obwohl man gar nichts über den anderen weiß. Leute, damit ist jetzt Schluss, denn heute gibt's Dating-Tipps vom Profi. Bevor jedoch das Training beginnt, muss ich noch kurz einhaken. Die Haken! Die Haken! Egal, welche Orientierung ihr habt, unter meinen Videos ist jeder willkommen. Hier wird niemand ausgegrenzt. Ich bin jedoch hetero, wodurch es in meinen Stories logischerweise um Frauen geht. Und jetzt geht's aber los. Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Mädels anzusprechen ist mit Abstand das Leichteste auf dieser Welt. Why the fuck you lying? Why you always lying? Okay, für so schüchterne Menschen wie mich habe ich hier einen 3-Punkte-Plan, der auf jeden Fall funktioniert. Why the fuck you lying? Schritt 1, Tinder. Ihr benötigt nur ein schönes Profilbild, eine kecke Beschreibung und schon kann's Matchen losgehen. Das Matchen kann langsam losgehen. Also zumindest eines. Bitte? Okay Leute, wir brauchen ein krasses Profilbild, eine gute Kamera, gutes Licht, den perfekten Winkel und ein sympathisches Lächeln, das eure abenteuerlustige Seite zum Vorschein bringt. Und jetzt bekommen wir sicher wenigstens ein Match. Hallo? Dann morgen. Morgen, ganz sicher. Okay. Wir haben ein Match. Ganz cool bleiben, Leute. Aber wie schreiben wir sie am besten an? Hallo? Ich liebe sie. Oder man macht das so wie ich und schreibt mit einem Mädchen komplett absurde Sachen, aber auf Joke-Basis. Leute, glaubt mir, ich kann euch dazu nichts erzählen, sonst komme ich noch in den Knast, ohne über loszugehen und ohne 200 Euro einzuziehen. Auf jeden Fall haben wir unsere gequälte Scheiße hin und her geschrieben, bis ich aus Spaß meinte, dass mir das jetzt zu bunt wird und ich sie der Polizei gemeldet habe. Das war natürlich nur ein Joke, den sie doch nicht unbedingt gleich verstanden hat. Denn sie dachte, dass ich sie tatsächlich gemeldet habe und ist etwas ausgetickt. Oder war die gequälte Scheiße nur von mir ein Witz und sie hat die ganze Zeit die Wahrheit erzählt? Ja, war an der Stelle ein Stimmungsdämpfer. Auf die Frage, ob sie sich dennoch mit mir treffen wolle, kam dann ein freundliches... ach ja, keine Antwort. Hello darkness, my old friend. Schritt 2. Ihr habt ein Treffen ausgemacht. Aber Herr Otter, wir haben doch noch gar nicht das Mädchen erfolgreich angeschrieben. Ihr habt also ein Treffen ausgemacht. Ihr macht euch fertig, fahrt eine Stunde mit dem Bus in die Stadt, um dann sitzen gelassen zu werden. Hello darkness, my old friend. Ja gut, das war jetzt eventuell ein schlechtes Beispiel. Ihr habt ein Treffen ausgemacht, ihr macht euch fertig, fahrt eine verdammte Stunde mit dem Bus in die Stadt. Um dann nach den ersten 5 Minuten festzustellen, dass ihr euch überhaupt nicht versteht. Leute, for real, sie hat nur über Geld und über Motorräder gelabert. Oh. By the way, haben wir aus Zufall einen Freund von ihr getroffen, den ich nicht kannte, aber mit dem habe ich mich super verstanden. Und dann auch für die restliche Zeit unterhalten, bis mein Bus kam. Und sie stand dann circa 30 Minuten alleine. Wir haben nicht mehr miteinander geschrieben. Ich hab dein Treffen ausgemacht, ihr macht euch fertig, fahrt eine verdammte Stunde mit dem Bus in die Stadt. Und habt tatsächlich ein cooles Date beim Lasertag spielen. Ja Leute, mit einer der Damen war das erste Date, nämlich beim Lasertag spielen, was ultra lustig war, weil da zufälligerweise ein Kindergeburtstag war. Und wir gegen die Kinder angetreten sind. Und die haben uns so richtig fertig gemacht. Danach sind wir noch in so ein Retro-Space-Burger-Restaurant gegangen, wo Plakate und Figuren von Star Wars und Star Trek aufgestellt wurden. Wir haben Burger gegessen und am Ende habe ich's verkackt.
Schritt 3. Jetzt geht's ans Eingemachte. Aber Herr Otter, wir haben doch noch gar kein erfolgreiches Date mit einem Mädchen gehabt. Jetzt geht's also ans Eingemachte. Der erste Kuss. Ihr macht das so. Ihr seid mit eurem Mädchen endlich in eurer Lieblingsbar angekommen. Es läuft gute Musik, ihr trinkt euer Lieblingsgetränk und versucht ganz sneaky euren Arm um sie zu legen und sie lehnt sich nach vorne. An der Stelle hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Ihr könnt gerne diesen Geilo-Kanal abonnieren und bitte schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Leute, haut rein und...